Oh, hallo, zu einer kurzen Aufnahme Superliminal. Nicht viel, ein paar Folgen, einfach, dass ich nicht in Bedrängnis komme. Ich habe mich mittlerweile entschieden, und zwar auch nachdem ich den Stream von HF gesehen habe, dass ich mir definitiv den Herausforderungsmodus nochmal genauer anschauen möchte. Dass wir auch Speedrun probieren werden, denn, wenn ich ganz ehrlich bin, so schwierig kann mich eigentlich mehr anklicken. Weiß ich gar nicht. Aber so schwierig ist es, glaube ich, gar nicht, den Speedrun einigermaßen hinzubekommen. An sich läuft man tatsächlich einfach durch. Also HF hat das gespielt und meinte so, ja, wirklich puzzlig ist es jetzt nicht. Eigentlich ist es einfach ein Laufsimulator. Und irgendwo hat er recht. Nein, wenn man nicht viel mit Rätseln und so weiter, nicht viel mit den Figuren und so weiter rumspielt, ist es ein relativ interessanter Laufsimulator. Apropos Laufsimulator, wir müssen nochmal durch Labyrinth laufen, denn uns fehlen Feuermelder, der Sternweg und die Figur. Ich habe mir ja ein Video angeguckt, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, ne? Diesen Walkthrough, den ich anschaue. Mein Problem ist gerade, ich weiß nur noch die Figur, aber die Figur können wir auf jeden Fall schnell mal machen und vielleicht fällt mir dann auch wieder ein, wo der Sternweg war. Ah, doch, ich weiß den Sternweg wieder. Ich weiß den Sternweg wieder. Das Problem ist jetzt, wir müssen sowieso erstmal diesen ganzen Quatsch am Anfang ablaufen. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich nicht irgendwelche Feuermelder übersehe. Ich weiß nicht, ob hier welche waren. Ich hoffe nicht. Orientation Protocol. Aber die Figur, ich könnte mich wirklich komplett ärgern. Ich hätte die Figur sehen können. Ich weiß nicht, ob ihr die Figur gesehen habt. Die Folge ist noch nicht draußen. Deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich von den Splint-Kommentare bekommen habe. Aber die Figur ist tatsächlich... Ja, wir waren dort. Wir waren genau dort. Auch den Sternweg hätte ich sehen können. Ich war auch da, genau dort, wo der Sternweg ist. Aber Hypothesis. Ja. Patient was improperly oriented. Ja, auch. Conclusion. Da ist auch nichts. Impossible. Reformulating. Problem ist, wenn uns jetzt wieder was fehlt, müssen wir es wieder diesen Anfang ablaufen. Weil ich denke, dann glaube ich schneller ablaufen Improved kann. Hypothesis. Patient requires additional somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency okay. Exit protocol has been emergency destroyed. Wobei man hier recht schnell hinläuft, wenn man mal ehrlich ist. Instruction. Continue with somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. Man kann es leider nicht skippen. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Zack. Zack. Geht das wieder los? Man kennt es. Wann kommt man da eigentlich? Ah, da wäre sogar eine Wand gewesen, wenn man es schaffen würde, zeitlich dahin zu kommen. Interesting. Oh. Kann ich... Oh, habe ich den da vorne gedrückt? Oh no. Oh no, ich weiß es nicht, ob ich den gedrückt habe. Aber ist egal. Kann ich den jetzt eigentlich von da... Kann ich sogar nochmal drücken. Okay, so. Hier war nichts weiter, was ich verpassen konnte. Hier haben wir alles. So, jetzt geht's mit diesem Bild hier los. Ah, vielleicht komme ich da jetzt nochmal nach vorne. Kann da den Schalter... Nein, kann ich nicht. Übrigens bin ich einfach echt. HF, als ich HF beim Spielen zugesehen habe, der hat das so viel intelligenter gespielt als ich. Ich meine, ich habe viel geschafft, so mit dem Rumprobieren und so weiter, ne? Aber er hat das viel besser verstanden, wie man mit den Formen und Figuren umgehen muss. Um auch das zu erreichen, was man erreichen möchte. Muss ich zugeben. Deswegen... Da ist er gewesen. Richtig, ich glaube, der hat mir gefehlt. Wir können beim nächsten speichern. Gehe ich kurz raus und gucke. Jetzt wird es hier wieder... Genau, jetzt kommt hier gleich der Sturz. Jetzt
geht man hier zweimal rum und dann kommt der Sturz. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the standard orientation protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Hier war nichts weiter, was uns verpasst, was wird. So. Hier habe ich eine schöne Tür gebaut. Ne? Erinnert euch. Und zwar da hoch. Und da haben wir schön einen Feuerlöscher aktiviert. Oder es war ein Feuermelder, ich weiß es nicht. Aber da oben ist leider auch die Figur. Sodass wir das jetzt nochmal machen müssen. Ah, jetzt ist die blöd. Nee, so fällt die ungünstig. Ist sie zwar ganz groß, aber nicht so, wie ich sie haben möchte. Kann sie gerade gar nicht mehr greifen. Kann ich sie vielleicht rumdrehen so? Nein. Aber es ist einfach wieder klein. Okay. Na, aber genau da müssen wir nochmal hoch. Und ich werde es jetzt hoffentlich ein bisschen geschickter angehen als damals. Also langsam glaube ich, durch den Stream auch ein bisschen verstanden zu haben, wie das mit der Größe, mit der Perspektive funktioniert. Aber... wie gesagt. Nein, so komme ich nicht hoch. Ach, komm schon. Oh lol. Komme ich von da? Nein, komme ich nicht. Aber wenn ich das jetzt darüber bekomme, ohne dass es kleiner wird... es flach genug ist. Nein. Flach genug. Okay, ein bisschen flacher. Nur ein kleines Stückchen, ohne dass es zu klein wird jetzt. Das könnte jetzt schief gehen. Ja. Reicht das? Komme ich da jetzt hoch? Oh, ich komme nicht mal hier hoch. Ah, das ist immer noch zu steil. Ach, das ist es. Nein! Bin ich jetzt? Ah, alles gut, ich bin wieder hier. Huh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich bin da runtergefallen. Alles gut, ich kann da noch rein. Das ist gerade eine sehr angenehme Größe. Die müsste ich beibehalten. Nein. Das ist es jetzt aber. Jetzt kommen wir da rein. Und... hepp! Yes. Und hier ist die Figur. Und ich bin hier rumgelaufen. Ich habe hier den gedrückt. Dann habe ich gesagt, hä? Nur echt nur ein Feuerlöscher. Und hier ist die Figur. Ach ja, ne? So. Jetzt hoffe ich, ich habe keine anderen Schalter übersehen. Aber wie gesagt, dafür will ich ja, sobald ich ein Speichersymbol sehe... ah, jetzt kommt gleich das Speichersymbol. Hier hatten wir nämlich einen Speicherpunkt. Da ist es. Jetzt kann ich einmal kurz raus. Und dann muss ich fortsetzen und nicht Level auswählen drücken. Ah, wir haben sie noch nicht. Okay. Muss ich nochmal aufpassen. Weil dann muss ich jetzt nämlich noch ein bisschen aufmerksamer sein. So, das ist das Ding. Wo war denn noch einer, den ich übersehen haben könnte? Ah. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perception. Den habe ich nicht gedrückt. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe alle.
that could not be Brandschutzübung abgeschlossen. Ich habe alle. Ich habe alle. Nice. Sehr gut. Den da unten hatte ich nicht. Schau mal, bei dem war ich mir sicher, dass ich ihn gehabt hätte. Und da habe ich ganz umsonst hier rumgewurschtelt. Das hätte mir überhaupt nicht notwendig. Wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Hier geht es nur darum, weiterzuspielen. Sehr gut, dann fehlt uns jetzt nur noch der Sternweg. Dann haben wir das hier auch. Dann müssen wir gar nicht mehr das Level komplett abschließen. Nice. Wir sind nämlich gleich beim Sternweg. Falsch. Ja. Bin ich dumm? Das ist tatsächlich auch so gedacht, dass hier oben dann der andere Würfel runterfällt, wenn der hier weg ist. Das ist der Effekt. Da war ich verwirrt letztes Mal, als das passiert ist, dass der andere Würfel weg ist. Aber das soll so. So, jetzt haben wir es gleich. Wir sind gleich da, wo wir hinwollen. Sehr schön. The unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely supply of dreams. Ich bin damals sogar hier hinten rumgelaufen. Ich bin hier hinten rumgelaufen, ne? So. Ja, hier bin ich rumgelaufen. Habt ihr was gesehen? Man sieht, wenn man es nicht weiß, ich weiß nicht, wie man das finden soll. Es kann nur durch Zufall passieren. Man kann hier runter. Ich weiß nicht, wie Menschen sowas gefunden haben. Aber gut. Ich weiß auch noch nicht, was hier für eine Figur rauskommt. Ich weiß nur, dass man hier runter kann. Ne? Das ist auf jeden Fall der Sternhaufen, mit dem ich was machen muss. Jetzt nur die Frage, was mache ich damit? Okay. Da haben wir es auch schon. Usch. Eigentlich, oh mein Gott, nehme ich eigentlich auf? Ich habe OBS gestartet. Ja, okay. Aber ich setze OBS mal hier unten hin. Dann sehe ich nämlich wieder die Leiste. Ja, viel besser. Jetzt sehe ich auch wieder die Leiste, die aufnimmt. Okay, 12 Sekunden. Sehr schön. Weiter geht's. Ach so. Ich glaube, jetzt kann ich raus. Ne? Perfekt. Sehr schön. Dann, letzter Level. Da haben wir die Feuerlöscher glücklicherweise schon. Quatsch, die Feuerlöscher eben gerade noch nicht. Aber jetzt haben wir alles, es fehlt nur noch ein Level. Dann haben wir alles eingesammelt, was man einsammeln darf. Sehr gut. Das wird natürlich das komplizierteste Level, klar. Aber auch hier habe ich mich noch nicht weiter informiert. Das ist jetzt erstmal wieder der Blinddurchgang sozusagen, ne? Also der erste Teil des Videos war Nachholen von Part 7, Level 7. Und das ist jetzt wieder blind. Also es geht um Dingens, um Feuerlöscher, um den Sternenweg. Ich würde den gern mal wieder selber finden. Bin ganz ehrlich, ich würde den gern mal wieder selber finden. This is highly unusual. Und um... It appears you have entered the Somnasculpt Diagnostic Framework. Patients do not have access to this dream. Weiß ich nicht mehr. Hier hat HF einen schönen Bug gefunden, wenn man hinter dem Schild steht und so ein bisschen hochspringt, dann wird man so hochgedrückt. Passiert fast immer. Hui. Nützt mir nichts, aber ja, ne? Passiert halt. So. Also man kriegt hier theoretisch, aber man kriegt hier gar nichts. Okay.
Man hat also wirklich nur das Haus zum Spielen. Effektiv hat man hier wirklich nur das Haus. Mehr kann man hier nicht tun. Frage. Jetzt geht es hier natürlich auf, ne? Wir wissen auch, wie das Rätsel funktioniert grundsätzlich. Die Frage ist. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects. Noch nicht aufgegangen. Aber geht das erst auf, wenn ich da durchlaufe? Wollt mal zusehen, wie das hier aufgeht. Aber wahrscheinlich geht es erst auf. Ah, es ist noch nicht, vielleicht nicht hoch, noch nicht groß genug. Geht's immer noch nicht auf. Geht es erst auf, wenn ich da einmal durchgelaufen bin? Ich meine, jetzt ist ja theoretisch. Ich sehe ja durch. Ah, es geht noch nicht auf. Interessant. Jetzt groß. Ah, man kann da. Okay, das ist interessant. Man kann nur von einer Seite durch und dann erst ist es offen. Jetzt ist es offen. Ah, okay. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich hier mit irgendwas anfangen? Weil jetzt kann ich ja zum Beispiel, ne, so Ideen, die ich jetzt hier habe. Ich könnte jetzt vielleicht in diesen Mülleimer reingehen. Weiß nicht, ob da was sein könnte, ne? Weil ich komme ja hier durch, werde dann jetzt kleiner. Und wenn ich da jetzt drin bin, ich wette, das war's. Ich wette, das war's. Ich wette, das ist ein Reset. Ich wette, hier drin geht nichts. Ah, ich kann das Ding hier runternehmen. Kann ich mich hier rausretten? Ich glaube nicht, dass man sich hier rausretten kann. Ich glaube, wenn man sich hier einsperrt, ist es das gewesen. Oh, wobei, ich könnte vielleicht. Nee, man kann da auch nicht rausklettern. Nee, ich glaube, das war's. War eine Idee. Es hätte halt da was sein können. Hier sind wir damals, glaube ich, auch rumgelaufen, ne? Auf dem Ding selbst. Jetzt noch. Ah, jetzt ist immer noch nicht offen. Jetzt muss ich erst wieder aufmachen, okay. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream. Jetzt werde ich sogar ein bisschen. May result in dream integrity fail state. Weiß jetzt gar nicht, ob jetzt. Keine Ahnung, ist egal. Ich glaube aber auf dem Ding bin ich damals auch schon rumgelaufen. Ich glaube, da war auch nichts weiter Spannendes. Ich glaube, da war ich damals auch schon. Ich frage mich halt, ob hier in dem Raum was ist. Wahrscheinlich verschwende ich hier voll meine Zeit und hier ist einfach überhaupt nichts. Aber ich weiß es halt nicht, das ist das Ding. Es könnte halt hier locker eine Figur oder sowas versteckt sein, zum Beispiel auf den Dächern oder weiß ich nicht, ne? Hier kann man rein. Ich war hier nie drin. War das nicht damals zu, als ich hier war? Ich war hier nie drin, hier kann man rein. Okay, wir gehen da gleich rein. Wir gehen da gleich rein, da kann man rein. Ich war da nie drin. Seit wann kommt. Hä? Oh Mist, ich muss ja hier erst nochmal rein, wenn das größer ist. Dann mache ich das Ding kleiner. Und jetzt kann ich da hinten reinlassen. Sehe ich von hier oben, ist was drauf ist? Okay, das war nicht ich übrigens.
Das macht das Spiel einfach automatisch. Ist ein Ordnungsspiel. Lass mich einfach hüpfen. Ist okay, kein Problem. Da hinten kann man rein. Wieso habe ich das nie ausprobiert? Ich dachte, hier war's. Hä, hier war ich nie. Doch. Hä? Könnt ihr euch erinnern, dass ich hier drin war? Because I can't. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier drin war, aber der Schalter ist umgelegt. Was ist denn jetzt los? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Der Schalter ist umgelegt. Ist das ein Schalter, der einfach schon umgelegt ist? Und der gehört irgendwo. It's my real talk. Ich war hier doch nie. Also hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt noch. Ich kann schon mal mit nichts interagieren. Aber ich war hier nie. Hä? War ich hier? Ist mein Gedächtnis jetzt kompletter Brei? Leute, war ich hier drin? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht sind die einfach schon umgelegt. Was ist da oben? Ah, nix. Geht auch nicht raus. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Aber hier ist auch keine Figur oder so. Ist doch hier nicht für uns. Das ist doch hier nicht einfach, ohne dass es irgendeinen Zweck uns Sinn und Zweck hat. Kann ich da eine Figur wegnehmen? Nein. Perception is reality. Ja, ja. Hä, der ist auch. Offiziell verwirrt. Ich kann mich null erinnern, dass ich hier gewesen sein soll. Ha! Da war eine Figur. Also, ich war hier safe nicht. Oh, wieso kann man hier runterfallen? Ja, jetzt kann ich raus. Was zur Hölle? Was ist denn das jetzt hier? Oh, tauchen hier unten die Sachen auf? Wenn man alles hat, kann man dann hier Sachen anklicken und dann verändert sich das entsprechend. Das wäre ja auch interessant. So. Ja, aber ich hätte ganz gern jetzt. Och, Mann. Wir waren da noch nicht fertig. Jetzt geht's. Ist okay, hätte ich auch gleich das Level neu starten können. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt Diagnostic Framework. Patients do not have access to this dream. Warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Aber wir haben die Figur gefunden. Das ist doch schon mal eine sehr nice Geschichte. Vielleicht habe ich es damals zu klein gemacht und dann war da hinten zu. Man muss eine gewisse Größe einstellen, damit es offen ist. Aber ich verstehe nicht, dass die Feuerschalter dort gedrückt sind. Versteht ihr? Das ist das, was mich wundert. Das ist das, was mich komplett wundert. So, ich guck nur kurz, ob das jetzt gedrückt ist. Aber, dass man da hinten
einfach runterfällt und dann nicht mehr wegkommt, ist ja auch lost. Ja, okay, die Figur ist weg. Ich meine, ich bin jetzt zufrieden, wenn ich die Figur habe. Und der ist aber. Ich glaube, die waren einfach schon gedrückt und sind hier einfach Bildchen. So, ich war hier nie. Garantiert nicht. Spannend wie eh und je. Okay, gut. Entschuldigung. Aber wir haben die Figur gefunden. Sehr schön. Selber Sachen finden, finde ich super. Meint ihr, das geht auch noch auf, wenn man mit einer anderen Größe hier rein? So wie dieses Rau? Ich glaube es nicht. Das wäre zu viel in diesem einen Abschnitt. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich glaub's nicht. Ich kann's mal probieren. So. Nee, das geht nicht auf dadurch. Nee, okay, komm. Wir gehen raus. Diagnostic warning. Wir gehen hier raus. Prevention protocols may not be fully implemented. Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. Jetzt lösen sich hier Sachen auf, aber ich glaube, dadurch kommt man nicht irgendwo. Das wäre natürlich fies, wenn man in dem Moment, wo sich hier was auflöst, dann irgendwo hingehen könnte noch. Das wäre natürlich richtig fies, aber ich glaube, die Sachen bleiben grundsätzlich da. Naja, sie gehen weg, aber. Innerhalb dieses Zeitraums irgendwo hinlaufen, ich glaub's nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, es bleibt ja so. Und dann kann man hier. Nee, bleibt nicht. Okay, alles gut. Und dann startet man hier. So, und jetzt haben wir halt hier, und das ist das Problem, das große Problem von Level 8 gewesen. Jetzt haben wir halt hier riesige Bereiche, in denen man rumlaufen kann. Und da könnten natürlich fiese Verstecke sein. So grundsätzlich. Na? Wäre das denkbar? So für Figuren und so weiter könnte es hier echt fiese Verstecke geben. Deswegen gehe ich jetzt natürlich nicht erst gleich hier rein, sondern gehe erstmal hier außen rum. Denk aber, wenn was versteckt ist, dann nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, Kilometer weit laufen muss und dann liegt da plötzlich irgendwas rum. So, das wär dumm. Das wär ein dummes Versteck. Kann es mir nicht vorstellen. Jetzt gleich hier rein. Was wir auch schon gemacht haben, war hier außen rum und so. Ich glaube, da hatten wir mal Blueprints oder sowas gefunden. Ich will jetzt eigentlich auch nicht hier außen ewig weit immer rumlaufen. Also wenn hier was versteckt ist, werde ich es auch erstmal verpassen. So. Na? Das ist einfach. Weil es sind das schier unendliche Möglichkeiten, dass hier irgendwo was versteckt ist. So, dass man hier nach hinten läuft und dass man hier rausläuft zum Beispiel. Da kannst du überall rauslaufen, da könnte so ein Sternweg sein. Das ist irgendwie nicht das, was ich suchen will. Deswegen, wir gehen hier erstmal weiter. Also den Abschnitt hier werde ich erstmal einfach durchlaufen. Ich könnte auch hier reinlaufen, aber das geht halt auch nicht, ne? Not an exit. Na, also den Teil hier laufe ich erstmal so durch. Hier ist nix. Hier ist effektiv auch nix. Hier an der Seite auch kein Sternweg jetzt plötzlich. Das wäre mir zu viel Random-Sucherei. So, das möchte ich. Hier den Weg hoch könnte ich mir vorstellen. An den Seiten irgendwo. Das probiere ich ein bisschen aus. Aber da war auch nix. Okay. Jetzt fällt man hier durch, ja. Und jetzt ist man hier. Gibt es hier eine Wand? Kann ich mich von dem Ding entfernen? Ich kann hier so ein bisschen rumlaufen. Hier rauslaufen. Aber effektiv ist auch hier jetzt nichts, wo man nach hinten gehen kann oder so. Okay,
da bleibt man einfach nur irgendwo hängen. Okay. Gehen wir jetzt mal raus, aber nicht sofort in das nächste rein, sondern hier ein bisschen außen. Habe ich wieder komplett vergessen. Dass man da ja runterfällt. Hätte ich da zum Beispiel jetzt drüber springen? Das müssen wir kurz ausprobieren, sorry. Ach, hier starte ich dann, okay. Das ist ja schon mal nicht so. Na, wobei, wir sind gleich dort. Dann probieren wir kurz aus, was hier noch so geht. Ah, man kann hier über das Schwarze drüber laufen. Wäre da noch mehr gegangen? Oder bin ich jetzt über das Weiße gelaufen? Über was bin ich jetzt gelaufen? Über das Schwarze oder über das Weiße? Aha. Also alleine, dass das geht und man jetzt hier nicht runterfällt. Aber hier ist jetzt einfach Ende. Okay, auf dem Weißen konnte ich laufen. Auf dem Schwarzen falle ich runter. Ah, verstehe. Aber dann kann ich hier auch nichts anderes tun. Hier dann runterfallen. Ja, das ist einfach nur das andere, okay. Jetzt will ich aber da mal rüber versuchen zu springen. Das geht also nicht. Das geht also nicht, okay. Jetzt ist hier dieser Würfel, den man in die Hand nehmen kann. Den kann man auch rumlaufen. Da kann man aber auch reinlaufen. Ah, den kann ich nur nehmen. Dann ist der hinter der. Ah, dann ist der hinter der Weg. Dann wäre jetzt hier der erste Bereich, wo ich anfangen kann, irgendwas zu probieren. Weil das Ding ist, hier kann ich den Würfel nicht weiter mitnehmen. Das seht ihr auch. Bis Schluss. Also wäre natürlich die Frage, ob man hier irgendwas mit dem Würfel tun kann. Aber ich wüsste nicht, wo ich hier einen habe. Wenn ich jetzt zurückgehe, passiert auch nichts. Okay. So, hier einmal außen rum. Gucken, ob da eine Figur ist. Ich danach aus. Hier weiterlaufen halte ich irgendwie für nicht so cool. Möchte ich nicht. Also das wäre, fände ich richtig dumm, wenn da so in diesem Off irgendwas versteckt ist. Bereich außerhalb, das wäre irgendwie, das wäre sehr, sehr uncool. Da sehe ich auch nichts. Da oben könnte ich mir vorstellen, dass da was drauf ist. Also muss Hello. Eigentlich fast so My sein. My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. Meint? Nee. White oh, wobei? Space. Doch, doch, ich glaube, ich komme da hoch. Nicht hier, dann hier. Und dann hier. Über den Stromkasten, ne? Ja, ha! Da ist eine Blueprint. Nice. Blueprint gefunden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann ich hier noch irgendwas? Oh, könnte hier wieder in so einem... Ne, aber hier ist jetzt viel zu hell, dass da durch einen Schatten irgendwie so ein Ding entsteht und man hier jetzt zu einem... Ah, ich hätte sogar mit einer Dose mich hochbauen können, ja, siehst du. Hier kann man auch nicht durchlaufen.
Ich meine, es ist halt so. Der Dings hatte die merkwürdigsten... Der Sternweg hat die merkwürdigsten Verstecke, deswegen muss ich so einen Schwachsinn ausprobieren. Kann ich auch nicht durch. Na, ich denke, das ist soweit okay. Ich habe auch keinen Feuerlöscher gesehen irgendwo am Rand. So, jetzt hat mir hier den nächsten Wegbereich. Hier jetzt, wie gesagt, Offside laufen, fände ich irgendwie uncool, wenn das gehen würde. Fände ich richtig uncool. Auch hier wieder. An sich gibt es nur da dieses Tor. Was anderes gibt es hier eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass dann hier was anderes noch möglich ist. Außer halt hinter dem Tor vielleicht. So, das würde noch okay sein. Aber irgendwie so Offside laufen... Fände ich dumm. Aber ich kann die noch mitnehmen. Okay, Guys. Idee. Ich komme hier drüber. Ich muss die nur richtig rumbekommen. Hier irgendwie gedreht. Ah, ja. Sehr schön. Ah, das könnte aber zu hoch sein. Ja, leider. War eine gute Idee, aber das ist zu hoch, das Gitter. Da geht leider nichts. So sehe ich halt überhaupt nichts. So. Ah, Mist! Okay, bei Female Toads Minerals muss man... jetzt ist die Dose weg. Jetzt ist die Dose weg. Wollte ich natürlich gucken, ob ich da was tun kann, ob ich da drüber komme. Also ungefähr hier fällt man. Weiß man jetzt halt nicht, ob man da drüber kann, ne? Oh, hier sind die Dinger. Verpasst habe teilweise. Laufen wir jetzt erstmal schön außen rum. Aha. Ha! Errungenschaft freigeschaltet. Feuer gelöscht. Ich glaube, das waren alle. Oh, schön, wenn man jetzt hier Stück für Stück alles bekommt, wenn man natürlich das letzte Level... Aha! Nee, hä? Da ist doch was. Ist das nur eine Spiegelung? Leute, ist das eine Spiegelung? Bin ich dumm? Da ist doch was. Aber crouchen konnte man hier nicht, ne? Nee. Ich glaube, das ist eine Spiegelung. Das sieht aus, wie wenn es drin wäre, aber ich glaube, das ist wirklich eine... Das sieht ganz komisch aus. Das sieht ganz, ganz... Das könnte man da durch, aber kann man, glaube ich, nicht. Aber genau bei so einer Situation könnte ich mir halt den Sternweg wieder vorstellen. Genau bei so einer Situation. Das ist das Ding. Nee, das sieht... Okay, das sind Spiegelungen. Schade, da dachte ich, ich hab was. War es wieder nix.
Jetzt aber. Oder ging's hier weiter? Wait a moment. Ging's hier weiter? Oder ging's hier oben? Musste man hier irgendwo hoch? Es ist zu lange her, dass wir Level 8 gespielt haben. Aber was anderes gibt es hier ja gar nicht. Ich glaube, ich musste da rein in diesen Gang, den wir gerade gesehen haben. Dann muss ich allerdings jetzt mich hier nochmal genauer umgucken, ob hier noch eine Figur oder sowas auf mich wartet. Ich kann zumindest nichts nehmen. Mein Level 8 ist ja auch noch größer. Es kommt dann auch dieses große Schneefeld. Dieses große Schneefeld war ein Problem. Weil da Dinge zu finden, wird unangenehm. Ist hier noch irgendwas? Draußen rum? Ja. Da ist effektiv. Okay, dann ging es hier hinten richtig weiter. Schade. Dachte, ich habe was gefunden, aber war wieder nix. Rebell geht in die andere Richtung. Schade. Irgendwie seitlich, hier irgendwie seitlich. Ach, jetzt kam erst der weiße Gang. Wow! Ich kann hier seitlich dran vorbei, aber scheint mir nichts zu bringen. Nee, es ist nur... Okay. Nee. Ich glaube, hier hinten rum war eine Dings, die hatten wir. Ich glaube, hier hinten war eine... Ja, die haben wir. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass ich hier wieder weiter nach hinten musste. Aber in dem Fall hört es hier hinten gleich auf. Da könnte man mal kurz hingucken. Da ist dann nämlich schon nichts mehr. Okay. Damit der Part aber nicht wieder so lang wird wie sonst, schließen wir an der Stelle erstmal ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.